Hallo, willkommen zu Galaxy Asperger TV. Heute soll es um das Thema gehen, ich habe entdeckt, dass ich Autismus habe oder haben könnte und ich weiß nicht, wie ich es meiner Familie sagen soll. Dieses Video richtet sich natürlich an Teenager, die jetzt irgendwie entdecken, dass da was bei ihnen anders ist und dass sie selbst herausgefunden haben, was ja auch nicht selten ist, dass sie Autismus haben könnten und dass das eine gute Erklärung für ihre Hürden ist und sie möchten sich damit intensiver beschäftigen. Das ist ein Video für euch, klar. Und auf der anderen Seite ist es aber auch gedacht für diejenigen, die jetzt schon erwachsen sind und sich testen haben lassen und jetzt vor der Herausforderung stehen, ja, jetzt habe ich die Diagnose, jetzt bin ich tatsächlich Autist. Was mache ich denn jetzt damit? Wem sage ich das? Muss ich das sagen? Und vor allem, wie sage ich das auch? Teenies zuerst. Wenn ihr euren Eltern und eurer Familie sagen möchtet, dass ihr bemerkt habt und euch informiert habt darüber, dass Autismus für euch eine Diagnose sein könnte, die passen könnte und dass es manche Dinge erklären könnte, dann würde ich euch raten, eine Liste zu machen mit all den Dingen, wo ihr bemerkt habt, da passe ich irgendwie nicht ins Schema oder nicht in dieses Muster, das von mir erwartet wird. Und das sind die Dinge, die ich über Autismus herausgefunden habe. Und ich finde, das ist stimmig, das passt und ich kann mich damit identifizieren. Macht da eine Liste für euch. Das wird euch auch selbst nochmal helfen zu reflektieren. Und dann legt das mal beiseite. In einem nächsten Schritt überlegt euch mal, was ist euch jetzt am wichtigsten, dass eure Familie erfährt. Was möchtest du, dass deine Familie weiß? Warum wendet ihr euch jetzt an eure Familie? Was wissen sie über euch nicht? Was können sie nicht nachvollziehen? Und wie könnt ihr das denen klar machen? Macht euch da auch Stichworte oder schreibt sogar schon einen Brief. Und der wird dann nachher für euch eine Stütze sein, nochmal alles zu reflektieren. Und dann, wenn ihr euch entscheidet, das tatsächlich zu kommunizieren, dass ihr dann schon Anhaltspunkte habt mit dem, wie mache ich das? Warum möchtest du das deinen Eltern oder deiner Familie sagen? Weißt du, warum du das sagen möchtest? Warum ist dir das wichtig? Wenn du das aufschreibst, warum ist mir das jetzt wichtig, dann kannst du das deinen Eltern nämlich auch genauso sagen. Mir ist es wichtig, weil. Und dann kommt dein Anliegen, weil. Und da kriegt ihr dann einen Zugang zu dem Gegenüber, der einfach besser verstehen kann, warum ihr jetzt damit kommt. Sonst steht er einfach so ein bisschen wie, man sagt, im Regen. Ja, es steht ein bisschen verloren da und plötzlich kommt da was über ihn und er weiß das jetzt gerade gar nicht zu handeln oder wie er reagieren soll. Wenn ihr ihm einen Grund nennt, dann kann er ein bisschen besser reagieren. Beschreibt, wie gesagt, die Eigenschaften oder die Eigenheiten, die ihr an euch entdeckt habt, eure Gefühle oder wie ihr die Dinge seht und beschreibt, was für Auffälligkeiten ihr da habt, die eure Eltern oder die Familie nicht wissen. Was sind vielleicht sogar die Dinge, die ihr unterdrückt habt aus Angst, dass ihr nicht angenommen oder nicht geliebt werdet? Oder was sind die Dinge, die ihr versteckt habt, weil ihr eure Familie schützen wolltet? Oder weil ihr gedacht habt, dann sind alle glücklicher oder es gibt keine Konflikte oder ich muss den Erwartungen entsprechen. Es gibt sehr viele Gründe, warum man manche Dinge einfach für sich behält und nicht an die Öffentlichkeit preisgibt. Selbst nicht seinen Eltern. Überlegt euch, was ist aber trotzdem wichtig, dass ich sage? Was ist wichtig, dass sie wissen? Was ist wichtig, damit wir uns verstehen und damit die Kommunikation besser wird? Ein normaler Gedanke bei deinen Eltern könnte dann sein, oh, was für eine Unterstützung braucht das Kind? Was muss ich jetzt machen? Und da könnten sich die Eltern auch überfordert fühlen, weil sie selbst vielleicht zu dem Thema noch nie irgendwas gehört haben und keine Ahnung haben und vielleicht unter Autismus nur so jemanden sich vorstellen wie Rain Man oder irgendwelche Savants, die super begabt sind, aber dann andere Behinderungen haben. Und da ist dann natürlich auch Aufklärungsarbeit wichtig. Sprecht dann am besten auch ganz deutlich aus, was ihr euch an Unterstützung wünscht. Was wäre in dem Moment hilfreich? Das kann auch so etwas sein wie, ich wünsche mir einfach nur, dass du mich insofern unterstützt, dass du mich jetzt nicht deswegen auslachst oder komisch behandelst. Ich möchte einfach nur, dass du mir zuhörst
und mich ernst nimmst. Das allein ist mir schon eine Unterstützung und Hilfe. Vielleicht kannst du dir auch überlegen, warum du eine Diagnose haben möchtest oder warum sie für dich wichtig wäre, was das für dich bedeuten würde, welche Konsequenzen das hätte. Warum ist dieser Aspekt für dich wichtig und was würde das für deine Eltern bedeuten? Was bedeutet eine Diagnose für sie? Haben sie vielleicht Angst davor? Oder es gibt auch oft das Gefühl von Scham, dass man sich schämt, dass man irgendwie nicht so ganz reinpasst. Das sind Dinge, die können in den Eltern vorgehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man den Eltern das nicht in irgendeiner Stresssituation sagt oder einen Brief gibt, sondern dass man auch schaut, dass das gerade jetzt ein passender Moment ist. Es ist nicht so leicht, den passenden Moment unbedingt zu finden, aber ihr könnt euch danach richten, ob jetzt eure Eltern gehetzt wirken, eilig wirken oder sowieso viel Geschrei im Haus ist. Also schaut, dass sie einen ruhigen Moment haben, dass sie vielleicht beim Entspannen sind oder beim Fernsehen gucken, ob ihr da mal stören dürft. Oder ihr legt den Brief, den ihr geschrieben habt, aufs Kopfkissen und sagt ihnen, dass die Bindung ihnen euch wichtig ist, dass euch das am Herzen liegt und dass ihr darüber sprechen möchtet. Und dann werden Reaktionen kommen, die weitere Möglichkeiten für euch eröffnen. Euch Teenies möchte ich auch unbedingt sagen, ihr seid gut, so wie ihr seid. Ob ihr eine Diagnose euch holt, ob ihr überhaupt eine gestellt bekommt, ob ihr sie schon habt, so wie ihr seid. Autist oder nicht Autist, ihr seid wunderbar und jeder Mensch hat etwas Schönes in sich, irgendein Talent, irgendeine gute Qualität und die gilt es im Teenage-Alter zu entdecken. Das weiß man nicht von Anfang an. Meine Kinder wissen das auch noch nicht so ganz, ja, die haben vielleicht hier und da so ein bisschen Ideen, aber Teenage-Alter ist die Zeit, wo man auf die Suche geht und schaut, wer bin ich eigentlich und das ist vielleicht auch genau der Schritt, den ihr jetzt gerade gemacht habt. Was sind die Dinge, die mir wichtig sind, meine Werte und was kann ich mit meinem Leben machen? Und auch als Autist und auch als Autist mit Schwierigkeiten kann man ganz viele Dinge machen und ganz viel innere Entwicklung durchgehen und dann auf sein Leben stolz sein. Also nicht sofort aufgeben, sondern kämpft ein bisschen. So, nun ihr lieben Erwachsenen, ihr habt eine Diagnose gekriegt. Und jetzt steht ihr vor der Aufgabe, das der Familie in irgendeiner Weise zu sagen. Vielleicht habt ihr die Schwierigkeit, sogar euren Kindern in einer Form mitzuteilen, die für die Kinder verständlich ist. Die Fragen, die ich gerade eben den Teenies mitgegeben habe als Orientierung, die sind natürlich für euch genauso gültig. Auch ihr solltet euch überlegen, will ich das wirklich? Will ich wirklich diesen Menschen oder welchen Menschen möchte ich denn mitteilen, dass ich eine Diagnose bekommen habe? Fühle ich mich damit sicher? Sind das Menschen, die mich akzeptieren und lieben, wie ich bin? Und dass da die Öffnung auch in Ordnung ist? Wenn ihr noch nicht so bereit seid dazu oder Angst habt, dass da irgendwie ein Gegenwind kommen könnte, irgendein Widerstand, der euch nicht gut tut, dann schaut, ob ihr eine Person habt, der ihr vertrauen könnt und mit der fangt an. Nehmt euch diese eine Person heraus, vertraut euch an und bittet um Hilfe. Es ist vielleicht auch ein bisschen komisch zu überlegen, ich habe einen Mann oder einen Partner oder auch eine Frau, klar, und jetzt muss ich erklären, dass ich Autismus habe, wie wird die reagieren, wie wird er reagieren, verlässt mein Partner mich? Das sind total legitime Fragen und die kann ich euch natürlich nicht beantworten. Aber ihr könnt auch auf diese Weise, indem ihr erklärt, was euch an dem anderen Menschen wichtig ist, warum es euch wichtig ist, dass er darüber Bescheid weiß, dass ihr eine Vertrauensbasis eröffnet und daran festhaltet, an diesem gegenseitigen Vertrauen und euch Stück für Stück öffnet und erklärt, was sind die Merkmale, die ihr entdeckt habt, welche sind in mir und wie können wir damit umgehen. Und dann kann man natürlich in der Partnerschaft auch besprechen, wem wollen wir das sagen? Wollen wir das der ganzen Familie sagen oder behalten wir das für uns? Ist es uns wichtig, dass unsere Kinder das sofort wissen oder wollen wir warten, bis sie älter sind? Das sind alles Dinge, die müsst ihr in der Familie dann klären. Aber auf jeden Fall versucht, die Dinge, die ihr über den Autismus wisst und die Dinge, die mit euch resonieren, möglichst klar zu beschreiben und auch zu erklären, dass ihr jetzt dadurch natürlich kein anderer Mensch geworden seid. Es mag vielleicht sein, dass ihr jetzt andere Dinge zulasst, die ihr vorher unterdrückt habt,
weil ihr jetzt erkannt habt, wow, das gehört zum Autismus. Ich bin nicht kaputt, das gehört einfach zu mir dazu und das ist in Ordnung und das ist auch in Ordnung, dass ihr das dann auch sagt, dass es eure Eigenheiten, dass ihr die erklärt oder dass ihr dem anderen verratet, dass ihr heimlich stimmt, dass für euch das Stimming die Methode ist, euch zu beruhigen und dass ihr das immer verheimlicht habt. Das ist jetzt ein Beispiel. Und das solltet ihr natürlich nicht jedermann erzählen. Das geht nicht den Nachbarn etwas an und vielleicht auch nicht die Tante Emma von, ja, von woanders, die nicht in eurer Nähe ist. Aber das sind die Personen, die verschiedene Dinge erfahren dürfen, wie es für euch gut ist, stimmig ist und denen ihr das mitgeben wollt, weil ihr so eine enge Beziehung zu ihnen habt. Und ich bin mir sicher, die Menschen, die es wert sind, die werden das wertschätzen und die werden euch weiterhin so nehmen, wie ihr seid und euch unterstützen. Ich drücke euch allen die Daumen und bis bald wieder. Tschüss!